Guten Morgen zu Tag 3 auf meinem Weg nach Schotten. Wir haben es jetzt genau 8 Uhr und ich bin unterwegs. Als allererstes fahre ich erstmal rüber zum Deutschen Eck. Da war ich ja gestern nicht. So, jetzt nochmal das Deutsche Eck aus der Nähe. Da drüben ist der Campingplatz, auf dem ich geschlafen habe. Geht noch ganz gut. Man hört zwar Züge, aber längst nicht so schlimm wie in Boppard. Und das wäre der nächste Campingplatz gewesen. Also die Alternative in Boppard. Von daher war schon alles richtig, dass ich hier geschlafen habe. Ja, dann werde ich mal sehen, dass ich auf die Strecke komme. Heute das angepeilte Ziel ist Bingen. Sind so 70 Kilometer. Ja, da oben leider vom Geländer halb verdeckt. Schloss Stolzenfels. Wäre von der anderen Rheinseite aus schöner zu sehen. Aber dafür fahre ich da jetzt nicht rüber. Von hier aus kann man es ganz gut sehen. So, und dann geht es jetzt weiter Richtung Boppard. Hatte erst überlegt, noch auf den Campingplatz zu fahren, aber da weiß ich, da kriege ich nachts kein Auge zu, weil hier wird das Tal jetzt schmaler und auf beiden Seiten laufen Bahnlinien und auf beiden Seiten fahren die Güterzüge mitten durch die Nacht. Und immer wenn du gerade am Einnicken bist, startet neben dir ein Leopard 2. Gefühlt zumindest. Oder mehrere. Und dann ist wieder vorbei mit Schlafen. Bist du wieder das nächste Mal einnickst. Habe ich schon gehabt, als wir den Mittelrhein-Klettersteig geklettert sind. Ja, eigentlich haben wir nicht wirklich Wolken am Himmel, aber scheinbar jede Menge Dunst, so dass die Sonne nicht wirklich durchkommt. Ja, irgendwie geht es mir hier am Rhein, so wie dem Rainer. Jede Menge Burgen und ich habe keine Ahnung, welche. Ja, der Nachteil, wenn du so einen frequentierten Radweg fährst mit den ganzen Leuten, kann aber auch ein Vorteil sein, weil an den Campingplätzen findet man dann doch einige Gleichgesinnte. Gerade gestern in Koblenz schon einige Radfahrer und auch Wanderer da gewesen, weil der Rheinsteig, der geht ja auch noch hier lang. Und ja, gestern hat noch jemand, ja, kennengelernt ist übertrieben, aber jemand getroffen, ganz nett mit unterhalten. Der fährt dieselbe Richtung wie ich, allerdings mit wesentlich weniger Gepäck und Gravelbike. Also ist auch viel schneller unterwegs. Und von daher. Aber das ist ja das Schöne an unserem Hobby. Es gibt jede Menge verschiedene Möglichkeiten, diesem nachzugehen. Und man muss sich halt nur
gegenseitig einfach mal lassen. So wie es jeder möchte. Aber Schnittstellen haben wir dann doch genug, wo man sich drüber unterhalten kann. So, da ist die Bahn. Da ist die Straße. Und da unten ist der Campingplatz Sonneneck. Und ich weiß nicht, wie man da ein Auge zukriegen soll. Ich meine, jetzt fährt gerade kein Zug. Und dann kommt direkt der Rhein. Da hört, die Schiffe hörst du auch. Aber das ist ein Geräusch, das stört mich nicht. Und da drüben ist dann schon wieder die Bahn und wieder eine Straße. Also könnt ihr euch vorstellen, was hier nachts los ist. So, da geradeaus. Oder jetzt links im Bild. Ich denke mal, ihr könnt es nicht sehen. Aber ich kann sie sehen, die blauen Masten der Seilbahn. Und dementsprechend müsste da irgendwo geradeaus der Mittelrheinklettersteig von links nach rechts gehen. Ja, seht ihr? Und von solchen Zügen gibt es jede Menge nachts. Und das war nur ein kurzer. Ja, aber tatsächlich kann man den Klettersteig von hier unten irgendwie gar nicht ausmachen. Ja, Boppard ist durchaus ein schönes Örtchen, was sich auch mal lohnt zu besuchen, wenn man nicht gerade den Klettersteig gehen will. Aber ich könnte mir vorstellen, sonntagsnachmittags ist hier auch ganz schön voll. Ja, schon in St. Goa. Da drüben ist St. Goarshausen. Ja, ich habe gerade noch den Bekannten vom Campingplatz wieder getroffen. Sind wir jetzt ein paar Kilometer zusammengefahren. Aber er wollte sich da jetzt gerade einen Kaffee holen. Ich habe gesagt, nee, ich fahre weiter. So, und hier muss ich wieder die Straßenseite wechseln. Campingplatz Loreleiblick. Und da ist die Lorelei. Also landschaftlich ist es schon schön hier. Aber die Straße geht mir doch mächtig auf den Sack mittlerweile. Weiß nicht, 20 Kilometer bestimmt, die ich jetzt hier neben der Straße fahre. Und schon in Oberwesel. Auch schick hier. Aber ich fahre weiter. Ja, wo ich da drüben gerade die Weinberge sehe, denke ich mir mal, heute Abend muss ich mir mal ein Gläschen gönnen. Hier bin ich an der Nahemündung. Ja, mein heutiges Etappenziel Bingen ist jetzt erreicht. Jetzt gucke ich mal, dass ich zum Campingplatz komme. Kann aber auch sein, dass da schon Mittag ist. Weiß ich gar nicht. Also wir haben gerade 12.40 Uhr, also noch recht früh. Hab schon überlegt, weiterzufahren. Bin mir da noch nicht so ganz schlüssig.